Minimalkoeffizienten sind, wie schon mehrfach erwähnt, Größen, die von zwei Parametern abhängen, nämlich von n und k, und werden als n über k geschrieben. Man berechnet sie, indem man n mal n minus 1 und so weiter miteinander multipliziert, bis man k Faktoren hat und dann durch k Faktorelle dividiert, also beispielsweise 6 über 3 ist nichts anderes als 6 mal 5 mal 4 durch 3 Faktorelle. Wenn man hier noch ergänzt um die Faktoren 3 mal 2 mal 1, also sozusagen noch einmal durch 3 Faktoren in dem Fall ergänzt, dann erhält man auch die Darstellung 6 Faktorelle durch 3 Faktorelle mal 3 Faktorelle. Das kann man auch allgemein machen und erhält die Darstellung n Faktorelle, indem man hier durch n minus k Faktorelle erweitert, dividiert durch k Faktorelle mal n minus k Faktorelle. Man kann diese Binomialkoeffizienten auch dadurch charakterisieren, dass sie die Bedingungen n über 0 ist gleich n über n ist gleich 1 erfüllen und die Rekursion n plus 1 über k plus 1 ist n über k plus n über k plus 1. Das hat natürlich mit dem Pascalschen Dreieck zu tun, das folgendermaßen gebildet wird, dass man beginnt mit 1, dann 1, 1 darunter schreibt und dann die entsprechend nächste Zeile so weiterführt, dass man links und rechts immer einen Einser setzt und die Zahlen dazwischen so ermittelt, dass sie jeweils die Summe der beiden vorderen oder obere gelegenen Zahlen sind. Also die nächste Zeile wäre dann 1, 1 und dann hier 3, 3 und die nächste dann 1, 4, 6, 4, 1 und so weiter. Das ist das sogenannte Pascalsche Dreieck und das ist dasselbe wie das Dreieck, das aus den Binomialkoeffizienten gebildet wird. Also wenn man hier mit 0 über 0 beginnt, dann die nächste Zeile ist dann 1 über 0 und 1 über 1, 2 über 0, 2 über 1, 2 über 2 und so weiter. 3 über 0, 3 über 1, 3 über 2, 3 über 3. Und dann, was wir hier noch haben, ist 4 über 0 und so weiter bis 4 über 4. Dass das tatsächlich dasselbe ist wie das Pascalsche Dreieck, das beruht einfach darauf, dass eben links und rechts die Einser stehen, das sind eben n über 0 und n über 1 und die Zahlen in der Mitte, also beispielsweise 3 über 1 wird durch 2 über 0 plus 2 über 1 gebildet, das ist nichts anderes als die Rekursionsgleichung, die wir vorher schon erwähnt haben, n plus 1 über k plus 1. Und das ist n über k plus n über k plus 1. Was wir hier noch bemerken können, ist, dass hier das Pascalsche Dreieck offensichtlich auch mit Folgendem zu tun hat, nämlich mit den Binomen x plus y hoch einer natürlichen Zahl. Also zum Beispiel x plus y zum Quadrat ist nichts anderes als x Quadrat plus 2xy plus y Quadrat. Also die Koeffizienten, die man hier sieht, sind 1, 2, 1. Und wenn man x plus y zur dritten bildet, dann ist das x der dritten plus 3x Quadrat y plus 3xy Quadrat plus y der dritten. Das heißt, man sieht hier die Koeffizienten 1, 3, 3, 1 und so weiter. Das geht natürlich nach oben richtig weiter. X plus y hoch 1 ist x plus y. Das heißt, hier sieht man 1 und 1 und wenn man so will, x plus y hoch 0 ist 1. Das wäre dann der Einser hier. Das heißt, das Pascalsche Dreieck, das ja nichts anderes ist als das Dreieck der Binomialkoeffizienten, die stecken auch hier drinnen, wenn man x plus y hoch n bildet, also das
hier zum Beispiel x plus y Quadrat ist x Quadrat einmal x Quadrat plus zweimal xy plus einmal y Quadrat. Oder anders aufgeschrieben, x plus y zum Quadrat ist 2 über 0 mal x Quadrat plus 2 über 1 mal xy plus 2 über 2 mal y Quadrat. Und es liegt nahe zu fragen, ob das jetzt nicht nur für die zweite, sondern auch für die dritte Potenz gilt. Also für die dritte Potenz gilt es, das haben wir jetzt gerade überprüft, aber wie ist das allgemein? Und das ist der sogenannte binomische Leersatz, nämlich, dass wenn man x plus y hoch n bildet, dass das nichts anderes ist als die Summe von k gleich 0 bis n, n über k mal x hoch n minus k mal y hoch k. Im Spezialfall k gleich 2 haben wir das gerade aufgeschrieben und das wäre der allgemeine binomische Leersatz. Wieso gilt denn dieser allgemeine binomische Leersatz? Und ich möchte das am Beispiel x plus y zur dritten demonstrieren. Denn x plus y zur dritten ist nichts anderes als x plus y zum Quadrat plus mal x plus y. Nehmen wir mal an, die Koeffizienten von x plus y zum Quadrat wären jetzt a, b, c. Wir wissen, dass a 1 ist, b gleich 2 und c gleich 1. Also wir wissen, dass die Koeffizienten a gleich 1 sind, b gleich 2 und c gleich 1. Also wenn wir uns an das Pascalsche Dreieck erinnern, haben wir hier die Koeffizienten a, b, c in der zweiten Zeile. Nun versuchen wir hier jetzt x plus y der dritten zu ermitteln. Das ist eben x plus y zum Quadrat mal x plus y. Und wenn wir das ausmultiplizieren, erhalten wir zunächst einmal a mal x der dritten, also a mal x Quadrat mal x. Der nächste Term, den wir haben, ist sicherlich von der Bauart x Quadrat mal y. Nämlich, wenn ich hier a mal x Quadrat mit y multipliziere, erhalte ich a mal x Quadrat plus y, aber wenn ich hier bxy mit x multipliziere, erhalte ich auch x Quadrat mal y und b mal. Entsprechend können wir das auch für den Term xy Quadrat machen. Hier müssen wir bxy mit y multiplizieren, wir bekommen also b mal. Und cy Quadrat mal x, wir bekommen das plus c mal. Und natürlich bleibt dann noch plus c mal y der dritten übrig. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Koeffizienten a, b, c habe, in der zweiten Zeile, also a, b, c, die entsprechen jetzt x plus y zum Quadrat, also wir wissen, das sind die Koeffizienten 1, 2, 1, dann ermitteln sich die Koeffizienten von x plus y der dritten durch a und c hier am linken und rechten Ende und die Koeffizienten dazwischen sind a plus b und b plus c. Das heißt, wenn ich weiß, dass das die Koeffizienten 1, 2, 1 sind, dann sind die nächsten Koeffizienten 1, 3, 3, 1. Das heißt, dieses Prinzip dieser Rekursion von den Binomialkoeffizienten, dass hier die Summe gebildet wird, das drückt sich auch in dieser Multiplikation mit x plus y aus. Das heißt, wenn wir hier wissen, dass bei x plus y zum Quadrat die Koeffizienten die Binomialkoeffizienten sind, dann sind sie es auch bei x plus y der dritten und dann bei x plus y der vierten und so weiter. Und dies begründet den binomischen Leersatz.